Hallo zusammen. Im Rahmen unserer WWDigi News-Reihe stelle ich euch heute eine kleine Recycling-Idee vor. Vielleicht hat der ein oder andere noch altes Besteck zu Hause liegen. Und alles, was ihr dazu braucht, um so ein Windspiel hier anzufertigen, sind im Prinzip zwei Gabeln und vier Löffel. Und das Werkzeug, das wir brauchen, habe ich hier gerichtet. Ihr braucht dazu einen Hammer. Ihr braucht eine ganz normale Zange, einen Nylonfaden 0,5 mm stark, einen Alleskleber, Flüssigkleber, dann einen Akkuschrauber mit einem 2 mm Bohrer, eine Schere und zum Entgraten der Bohrung tut es eigentlich ein größerer Bohrer oder eben so ein Gerät, um das zu entgraten, ein Krauskopf. Und gut wäre natürlich, wenn ihr habt, einen Amboss. Falls nicht, reicht auch eine andere feste Unterlage, um die Löffel entsprechend glatt zu klopfen. Und dann können wir auch schon anfangen damit. Wir nehmen einfach einen alten Löffel und haben den entsprechend glatt, sodass man eine glatte Fläche kriegt, wie hier. Und dasselbe machen wir auch mit den Gabeln und haben die einfach mal platt. So, das war dann schon der erste Schritt und da das jetzt eine Zeit lang braucht, bereite ich das Ganze mal kurz vor, ohne das zu filmen und sage euch dann, wie es weitergeht. So, wenn ihr soweit seid, habt ihr jetzt so ein Ergebnis. Das heißt, wir müssen jetzt das hintere Teil des Löffels bohren. Ich mache das gerade mal schön. Dazu braucht ihr den Akkubohrer mit einem 2 mm Bohrer und eine gute Oberfläche, wo ihr das reinmachen könnt. So. Dann habt ihr hier so ein Loch, hinten entsteht ein Grat. Da wäre es gut, wenn ihr mit einem größeren Bohrer den Grat einfach entfernt, sonst schneidet es euch nachher die Schnüre durch, die ihr einfädeln müsst und dazu einfach diesen Grat abbrechen. Das geht eigentlich ganz gut mit einem größeren Bohrer. So, ich habe, damit es schneller geht, und dann einfach mit dem Finger prüfen, ob das noch ein bisschen rau ist. Damit es schneller geht, habe ich die anderen schon vorgebohrt. Haben wir hier, also jeweils für die vier Löffel, wird jeweils am Ende ein Loch gebohrt, 2-2,5 mm groß und bei einer Gabel ebenso und bei der letzten Gabel braucht ihr in der Mitte auch nochmal eine Bohrung. Und das wäre es soweit bis hierher. So, als nächstes geht es darum, die beiden Gabeln zu biegen, weil eine davon, die mit den zwei Bohrungen, ist der obere Aufhänger. Das heißt, wie ihr seht, werden diese Zinken, die äußeren, nach außen gebogen und die inneren nach links und rechts, jeweils weg. In der mittleren Bohrung wird später dann die zweite Gabel aufgehängt, die ebenfalls so gebogen wird, nur entgegengesetzt. Ich mache das gerade mal geschwind. Alles, was ihr dazu braucht, wäre eine Zange und eben eure Gabel. Ihr fangt mit der äußeren Zinke an, biegt sie nach außen, die nächste Zinke in die entgegengesetzte Richtung. Die nächste Zinke wieder entgegengesetzt. Da müsst ihr jetzt von oben her greifen. Und die letzte Zinke ebenfalls in die andere Richtung. Dann entsteht so etwas. Und dann werden diese Zinken nach außen gebogen. Dazu kann es nötig sein, eine zweite Zange zu holen, weil es doch relativ schwer geht. Aber mit ein bisschen Übung geht es. So, wenn ihr die beiden nach außen gebogen habt, das ist bei der auch noch geschwind. So, dann entsteht so eine Sternform. Wie ihr hier bei dem Windspiel seht, müssen jetzt die Zacken noch etwas hochgebogen werden zu einem Haken. Das heißt, wir gehen erstmal her, knicken diese Zinke in ungefähr Breite von der Zange nach unten. So, und biegen sie dann nochmal, wenn er sie so rumgreift, nach oben. Das ist in die entgegengesetzte Richtung, sodass ein Haken entsteht. Es braucht ein bisschen Übung vielleicht, aber dann kriegt man entsprechend diese Form. So, wenn ihr diese Haken so habt, ihr könnt sie noch ein bisschen schöner machen, ihr könnt sie zumachen, dann wäre das der nächste Schritt. Dann kann uns der Faden später nicht mehr rausrutschen. Das macht ihr jetzt bei allen vier Haken und damit es schneller geht, bereite ich das ganz kurz vor. So, wenn ihr die erste Gabel gebogen habt, also das ist die mit den zwei Bohrungen,
kriegen wir dann im Prinzip so, so eine Figur. Und jetzt geht es darum, die zweite Gabel, unten ist lediglich der Klöppel. Das heißt, ich habe schon mal drei Zinken gebogen, geht genau wie beim oberen auch. Das heißt, ihr nehmt die Zinke und biegt sie ein Stück rein und den Obenteil einfach so ein bisschen rein, sodass so eine Form entsteht. Und diese Gabel wird letztendlich hier unten dran geknotet. Ich mache das gerade mal kurz. Der Faden, das dürft ihr entscheiden, ist ungefähr die doppelte Gabellänge. Das heißt, wir fädeln den hier ein mit unserem Bohrer. Und befestigen den dann in der zweiten Bohrung. Also ihr könnt es variieren, wie lang das nachher sein soll, je nachdem, wie es euch gefällt, wie weit es runterhängen soll. Ich mache es jetzt mal so weit fest. Knote das hier zusammen, einfach mit einem Doppelknoten und befestige es da dran. Wichtig ist, die Knoten, die gehen irgendwann, wenn ihr sie nicht mit Flüssigkleber befestigt, wieder auf, weil der Faden einfach zu starr ist. Dann würde ich empfehlen, nach dem Abschneiden einfach, oder vor dem Abschneiden, das ist eigentlich egal, mit einem Tropfen Flüssigkleber auf den Knoten etwas drauf machen. Ich verwende hier Uhu Hard. Der härtet sehr stabil aus und funktioniert dann auch auf längere Zeit, wenn das Windspiel draußen hängt, die überstehenden Fäden abschneiden. Und dann kriegen wir im Prinzip sowas. Das gleiche machen wir mit den Löffeln. Auch entsprechend, ich habe es hier vorbereitet, an einem Faden hängen. Und diese vier Löffel werden dann außen dran gehängt. So, wenn wir das komplett so durchführen, dann sieht unser fertiges Windspiel im Prinzip so aus. Ihr könnt es dann, hört auch, das klingt ganz gut, ihr könnt es dann gerne auch an einen alten Ast befestigen. Und dann entsprechend eure Fantasie freien Lauf lassen, wie das Ganze aussehen soll. Der Klang ist auf jeden Fall ganz schön. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Projekt und hoffe, wir sehen uns beim nächsten DBDigi irgendwann wieder.